Ein ISO-System geht nicht ohne das Engagement der obersten Führung. Es reicht nicht aus, einfach einen Beauftragten zu bestellen und sagen, hey, die Mitarbeiter machen schon. Nein, die oberste Führung ist hauptverantwortlich für die Wirksamkeit eines Managementsystems. Ja, warum ist denn das so? Man kann zwar delegieren, aber die Ressourcenerteilung, also die Manpower, die dem System zugewiesen wird, die Prozessänderung, die man vollziehen muss, also man spricht von Ressourcen, also menschlichen Ressourcen, aber auch Geldressourcen, die man gegebenenfalls umsetzen muss, um ein System wirksam zu bekommen. Ebenfalls gibt es eine Verpflichtung der obersten Leitung auf dieses System. Und das beinhaltet sehr häufig halt auch, sagen wir mal im ISO 9001, eine Qualitätspolitik. Ne, im Energie- und Umweltbereich ein Commitment der Führung auf Umwelt- und Energieziele. Ne, im Bereich Informationssicherheit auf Informationssicherheitsziele. Ne, auch vielleicht in Bezug auf den Datenschutz. Und auch im Bereich Arbeitssicherheit, Arbeitssicherheitsziele. Ne, das wird als Unternehmensziel herausgegeben. Das kann der Beauftragte gar nicht festlegen. Geht doch gar nicht. Das kann nur die oberste Leitung. So, und wenn das einmal durchläuft und man hat dann am Ende ein Management-Review, wo drin steht, das lief gut, das lief aber nicht gut, wer kann es umsetzen im Betrieb, diese Änderung? Nur die oberste Leitung. Deswegen, das Engagement der Führung ist essentiell dort wichtig.